Häffler-Profi, was geht ab? Heute sind wir mal wieder hier bei Mission Mann und die letzte Folge mit dem Felix. Beim letzten Mal ist schon was richtig Geiles passiert und wie das Ganze ausgegangen ist, ja? Und was er noch Krasses gemacht hat, der Felix, das erfährst du heute am Ende dieses Videos, weil wir sind mega fies. Aber dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Video. Also beim letzten Mal ist passiert, dass ich sie angesprochen habe. Und ich fand halt, sie hat ganz gut reagiert. Und dadurch, sie war halt ziemlich entspannt. Und es war ziemlich leicht, dadurch ein entspanntes Gespräch aufzubauen. Und man hat halt schon gemerkt, dass sie auch also Zeit hat oder nichts dagegen hätte, nochmal spontan irgendwas zu unternehmen. Und dadurch, dass man halt solche Chancen ganz gut nutzen muss und du mir nochmal gesagt hast, dass man das jetzt quasi die Chance nutzen soll, habe ich da dann nicht lang gezögert und bin dann halt mit ihr einen Kaffee trinken gegangen. Und also ich hätte niemals gedacht, dass sowas möglich wäre und vor allen Dingen nicht in dem Kontext, dass dann noch ihr dazukommt und sagt, ihr seid von dem Flirt-Coaching und so und dass das dann alles noch möglich ist, das ist schon, hat mich schon beeindruckt. Also war ziemlich gut gewesen. Kann ich es einfach hinsetzen? Ja, also ich weiß nicht, wie viel Zeit hast du. Aber ja, geht noch. Hallo. Ich bekomme einen kleinen Cappuccino. Kleiner Cappuccino? Ja. Zum Bier trinken? Ja. Das soll Sauer sein? Ich hätte gerne mittleren. Und zusammen oder getrennt? Ja, ich zahle es. Dann sind es 50. Jo, lass das auch schon. Ja, ich fand, du hast also ein ziemlich coole braune Haare und so, weiß nicht, so von der Art her. Also es ist immer teilweise schwierig zu sagen, weil man immer aufs Ganze schaut halt und dann kann ich das manchmal gar nicht so schnell sagen. Außerdem hast du auch eine ziemlich coole Art gehabt danach, aber das weiß man ja vorher nicht. Aber wurdest du schon öfter angesprochen oder so? Ja, schon immer wieder, aber meistens sind es irgendwie so Freaks, wo ich mir dann gleich denke, okay, lass uns in Ruhe und halt so, weiß nicht, so in der Heimatstadt irgendwie bleibt man dann nicht so stehen, weil dann ist man meistens auch nur unterwegs, weil man ein Ziel hat, irgendwie gar keine Zeit für sowas hat. Da hatte ich ja ziemlich Glück gehabt. Ja, nee, ich schon. Also normalerweise bleibe ich nicht unbedingt stehen, weil so also spontan und dachte, okay, warum nicht? Mhm. Cool. Mal schauen. Also ich kenne da so eine coole Bar. Also ich wollte mal unbedingt eine rein in Neukölln. Könnte ich noch mal gucken. Ja. Also ich bin da ziemlich gerne und ich teste immer mal gerne was Neues aus. Und es wäre die Gelegenheit, dir mal was zu zeigen. Ich bin da auch spontan. Ja. Krass. Ja, wenn du willst, können wir uns kurz nach 17 Uhr treffen. Hier davor. Vom Ringsender 2 oder 1. Ja, mir ist egal. Wir treffen uns einfach hier. Dann okay, ja. Dann ja, das empfehlen wir uns nicht. Genau, ja, das ist am besten. Also es ist immer spannend, wenn man irgendwie von jemandem einfach so auf der Straße angesprochen wird und man weiß nicht so richtig, okay, was will der von mir, aber, ja, soll man reagieren, soll man überhaupt stehen bleiben, aber ja, wenn ich Zeit habe und derjenige irgendwie sympathisch ist, dann kann man ja mal stehen bleiben und irgendwie mal reden und mal gucken, ja, was auf einen zukommt. Ja. Das ist echt cool reagiert. Ich bin auch neu hier und deswegen ist es ja auch immer nett, irgendwie neue Leute kennenzulernen. Na dann. Und jetzt? Du bist aber, du weißt dann, also jemand anders hätte gar nicht gedacht, dass sowas geht und man muss dazu sagen, wir, Tim und ich, wir sind daneben gestanden, wir haben dann irgendwann aufgelöst, ne? Und dann habe ich einfach gesagt, hey, warum küsst ihr euch nicht einfach? Hm. Und beide so,
was? Und dann, ich finde das immer geil, wenn man die Situation einfach mal laufen lässt, so einen kleinen Impuls setzen. Und hey, geil, hast du gesehen, wie, also was überhaupt möglich ist, ne? Hättest du das ganz am Anfang gedacht, als du sie angesprochen hast? Nee, also ich hätte erst mal gedacht, dass es so nicht möglich ist und dann auch vor der Kamera, also das ist schon ziemlich krass. Geil. Und ich hoffe, das hat dir ein bisschen gezeigt, was überhaupt alles möglich ist. Ja, und viele denken immer, ansprechen, man geht dahin und man kriegt vielleicht meine Nummer. Aber die Sache ist die, es ist viel, 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 viel mehr möglich. Und das, was wir hier vor der Kamera zeigen, das ist nur ein Bruchteil dessen, was wirklich möglich ist. Und das Geile ist, wenn du einmal weißt, was möglich ist, wenn du einmal deine Realität so krass erweitert hast, dann hast du unendliche Möglichkeiten. Ja? Der einzige Grund, warum du das bisher noch nicht gemacht hast, ist, weil du bisher gedacht hast, es sei nicht möglich. Und der einzige Grund, warum Männer keine Frauen ansprechen, ist, weil die meisten Männer denken, es ist nicht möglich. Ja? Das heißt, du hast jetzt eine neue Realität, du hast neue Referenzerfahrungen. Und das ist auch die Grundlage für alles, was ab jetzt kommen wird von dir. Deswegen erstmal Gratulation, geil, die war echt süß, die war mega sympathisch. Ey. Und du hast gleich jetzt auch in 45 Minuten ein Date mit der. Hey, hammergeil. Und das war's auch schon wieder für mit Mission Mann für heute. Und wenn du jetzt auch wissen willst, wie du deine Realität richtig krass erweitern kannst, sodass du auch tolle Frauen auf der Straße einfach küssen kannst, dann klick unbedingt mal auf den allerersten Link unten in der Infobox, denn da erklären wir dir, was genau du tun kannst, um an so einen Punkt zu kommen. Lass uns auch einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal unbedingt, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns dann wieder in einem unserer nächsten Videos. So, jetzt müssen wir Tim Wink auf dich einmal noch kurz schwenken und nochmal winken. Juhu! Geil! Bis zum nächsten Mal für Profis. Ciao!